Teil 2 von dem Video, die 5 Grundlagen für den Vertrieb von einer Fachfirma, von einem Handwerksbetrieb. Und ja, ich würde sagen, let's go. Du siehst, wir haben uns schon die ersten 3 Sachen angeschaut, proaktives Vorgehen, Messbarkeit und Skripte und Leitfäden. Und es gibt noch 2 Dinge, die du einhalten solltest, damit du wirklich sicher sein kannst, dass du da einen guten Job machst, dass das Ganze gut vorangeht. Das erste Thema, das ist in meinen Augen relativ logisch, also es gibt kein Szenario, in dem das nicht sinnvoll ist, wenn es jetzt um eine Fachfirma geht, im Auftragswert von, ich sag mal, 5.000 Euro plus. Und das ist sogenanntes Zwei-Schritte-Vertrieb. Was heißt das eigentlich? Also Two-Step würde man sagen im Englischen. Wir haben 2 Schritte, wie wir den Vertrieb aufbauen. Schritt 1 ist ein sogenanntes Vorgespräch. Bedeutet, bevor wir überhaupt anfangen, den Kunden zu beraten, weil so eine Beratung, das kostet viel Zeit, da gehen oftmals 2, 3, 4 Stunden drauf, plus eine Fahrt zum Kunden, wenn Aufmaß dabei ist, plus Angebotserstellung, das ist mal schnell 4, 5 Stunden weg. Überhaupt keine Frage, das geht sehr, sehr schnell, dass so viel Zeit weg ist. Und diese Zeit mit Leuten zu verbringen, die eigentlich nicht das Geld haben, die aus irgendwelchen anderen Faktoren nicht geeignet sind, sollte man unterlassen, weil sonst die Zeit nämlich die Kunden fehlt, die geeignet sind, und dann habe ich da wieder eine schlechte Abschlussquote. Hier geht es wirklich darum, dass ich im ersten Schritt einmal im kurzen Telefongespräch, das geht 10, 15 Minuten, im Schnitt bei unseren Partnern, wir geben dir noch genaue Skripte mit, geht es, ist es kürzer, da geht es so 7 Minuten, aber da kläre ich so die 5 Hauptpunkte ab, da kläre ich einmal ab, was möchten die haben, wie viel wird es kosten, sage ich denen dann auch schon, ne? Geht es auch genau auf, wenn man das machen muss, wenn man das nämlich falsch rum macht, dann kann das ja sehr übel enden, deswegen sollte man da vorsichtig sein und sollte genau wissen, was man tut. Dritter Punkt ist, dass wir fragen, wer die Entscheider sind, vierter Punkt ist, dass wir einmal abklären, wann das gemacht werden soll, und fünfter Punkt ist, ob er weitere Angebote hat, weil unsere Partner zumindest sind alles Leute, die im hochwertigen Bereich verkaufen, bedeutet, die haben keine Billigangebote, bedeutet, wenn die andere schon Angebote hat, frage ich, okay, weswegen willst du noch mal ein Angebot haben? Willst du einen Preisvergleich machen, dann bin ich wahrscheinlich der falsche Partner. Oder geht es ja darum, dass du wirklich schlechte Beratung bisher gehabt hast und einfach noch mal jemanden sehen möchtest, der eine wirkliche Qualität mitbringt, dann passt das. Ne? Wenn die 5 Punkte gegeben sind, kannst du dir vorstellen, wirst du 7 von 10 Leuten abschließen. Egal, aus welcher Qualität kommen. 7 von 10 auf jeden Fall. Wenn du jetzt schon 7 von 10 abschließt, dann sage ich dir jetzt schon, und diesen Prozess, du hast garantiert sehr viel über Empfehlungen, beziehungsweise über die Website, wo viele nicht messen, dass es eigentlich eine Empfehlung ist. Weil das ist der einzige Weg, wenn man nur über Empfehlungen arbeitet, wie man tatsächlich 7 von 10 sonst schreiben kann oder 8 von 10 von mir ist auch mal, wenn man gut ist. Weil die wissen schon genau, was es kostet, die wissen genau, was abgeht. Aber eine Person, die wirklich kalt zu dir kommt, die dich noch nicht kennt, die dich vielleicht schon mal gesehen hat, so, aber jetzt noch nicht persönlich kennt, auch nicht deine Produkte genau kennt, auch nicht genau weiß, was das kostet, die wirst du, wenn du keinen Two-Step-Prozess machst oder keinen 2-Schritte-Vertrieb machst, wirst du die mit einer Quote von vielleicht 20-30% abschließen, wenn du gut bist. Und das ist viel Zeit, die verschwendet wird für die 60-80%, von denen nämlich die Berater aber nicht abschließen. Und das wollen wir damit verhindern. Der zweite Schritt ist dann die klassische Beratung. Da geht auch die normale Zeit rein, vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil du sparst dir hier sehr viel Zeit, weil du ja aus einem 5-Stunden-Gespräch teilweise ein 15-Minuten-Gespräch machst. Und das ist wirklich sehr viel Zeit, die da hängen bleibt. Und so ist es auch möglich, tatsächlich für einen Vertriebler über 100.000 Euro im Monat zu schreiben. Das geht damit dann problemlos. Du kannst auch mal 150 schreiben oder 200, haben wir alles gehabt bei Partnern. Das ging hoch bis 250. Natürlich nicht jeden Monat dann, ne? Das ist klar, ist mal ein guter Monat. Aber das ist theoretisch möglich, hängt auch von der Branche ab. Also jetzt von Bauelementen zum Beispiel. Da hat man so einen Auftragswert, 10.000, 15.000 Euro. Das ist sehr gut drin. Bei Küchen ist es auch sehr gut drin. Wenn ich jetzt Möbel verkaufe und eine Beratung vielleicht mal ein bisschen länger geht, die kostet aber nur 3.000 Euro, ist schwierig, ist klar. Ne? Aber vom Grundsatz her kann man damit sehr viel rausholen. Macht fast keiner. Und dadurch hat man halt gerade, wenn man dann andere Anfragenquellen hat, wenn man Leute hat, die auch noch nicht kennen, hat man dann ganz viele Probleme im Vertrieb und denkt immer, dass die Leute die Quelle schlecht ist. Und klar, die Quelle ist schlechter als eine Empfehlung, aber das ist ganz normal. Nur eine Empfehlung kann ich nicht skalieren. Bei einer Empfehlung bin ich immer abhängig. Wenn ich sage, okay, ich möchte mehr Empfehlungen gewinnen, wie mache ich das? Schwierig. Ne? Letzter Schritt, und das ist eine Sache, die von mich eigentlich ein absolute Basics sein sollte, aber ist es nicht. Angebote vor Ort vorstellen. So, was bedeutet das? Es bedeutet, dass ich dem Kunden das Angebot nicht per Mail schicke, sondern ich fahre zum Kunden, der Kunde kommt zu mir, wie auch immer. Ich habe das Angebot auf dem Tisch, ich gebe dem Kunden 1:1 im Live-Gespräch dieses Angebot durch. Wenn der Kunde weit weg ist, weil ich irgendwo anders sitze und meine Produkte aus Deutschland weit verkaufe, dann kann ich das auch digital machen, aber ich mache es persönlich. Warum mache ich das? An dieser Stelle hier sind in den Kunden wahrscheinlich schon 5 Stunden Zeit geflossen, bis er sein Angebot bekommt. Es gibt Unternehmen, das sind nur 2 Stunden, ist trotzdem sehr viel Zeit. An dieser Stelle jetzt zu sagen, ich schicke dir das Angebot und hoffe, dass du es annimmst, ist absolut, keine Ahnung, ich kann es schwer ausdrücken, so als würde ich meine Augen zumachen und auf irgendeine Dartscheibe werfen und hoffen, dass es mal trifft. Und manchmal treffe ich ja, aber oftmals treffe ich halt auch nicht. Also es ist wirklich eigentlich nicht zu verantworten. Das ist am besten. Eigentlich nicht zu verantworten, dass ich dem Kunden das einfach so rausschicke und in der Hoffnung, er wird es schon unterschreiben oder wenn nicht, dann ist auch okay. So, dieses Angebot vor Ort, ja, das kostet mich immer eine halbe Stunde, aber du wirst feststellen, dass bei ganz, ganz vielen Gesprächen dann aufkommt, ach, okay, nee, so hatten wir es eigentlich nicht gemeint, wir wollten es eigentlich anders haben. Ach so, okay, nee, das kann ich einfach ändern und dann läuft's. Was wäre passiert, wenn du das Angebot geschickt hättest, wenn so eine Frage kommt, wie, das wollten wir eigentlich so nicht haben, das hätte ich gerne etwas anders.
der meldet sich einfach nicht mehr. Sagt, ja, wollten wir diese nicht haben, hätte ich gerne ein bisschen anders, aber ich habe einen anderen jetzt noch ein anderes Angebot bekommen, da war das genauso, wie ich es haben wollte, das mache ich jetzt mit dem. Und du hast keine Chance dagegen vorzugehen, weil du kriegst es gar nicht mit, dass er das denkt. Ne? Ganz oft, Themen sind ungeklärt, Themen sind nicht ganz schlüssig für den Kunden. Er hat sich bei den Preisen irgendwie eine Sache vielleicht anders vorgestellt. Es muss nicht mal sein, dass der Gesamtpreis fehlt. Es kann sein, dass eine Position nicht passt, die man aber eigentlich auch ändern kann, problemlos. Ne? Es sind ganz oft solche Themen, wo dir der Auftrag entgehen würde, wenn du nicht mit der Person redest, wo aber in dem Moment, wo du mit der Person redest, du die Möglichkeit hast, okay, ich kann darauf eingehen, ich kann sagen, ja, stimmt, okay, verstehe, dann machen wir das anders, dann machen wir es so und so. Passt das dann? Ja, das passt. Ja gut, dann würde ich sagen, ich ändere das jetzt einmal kurz ab, ich drucke das nochmal aus und dann können Sie direkt unterschreiben. Und gut ist, ich hätte aber direkt unterschreiben, aber es geht darum, erstmal alle Unklarheiten zu klären. Viele werden sich nochmal Gedanken machen, das ist auch komplett in Ordnung, können die gerne machen. Nur, es geht darum, dass wenn er das Angebot hat, der auch wirklich weiß, was dahinter steht, das Angebot an sich schon mal gut findet. Und das wirst du feststellen, ist in wenigen Fällen gegeben, wenn du es einfach nur rausschickst, weil da weißt du gar nicht, was ihn beschäftigt. Ne? So, das sind die 5 Punkte. Wie gesagt, wenn du diese 5 Punkte einhältst, verspreche ich dir, wirst du vertrieblich keine großen Probleme haben. Natürlich hier bei Skripten, Leitfäden beim 2-Schritte-Vertrieb bei der Messbarkeit, geht es auch viel um Dinge, wie mache ich das technisch dann eigentlich konkret. Wenn du dafür eine Beratung haben möchtest, melde dich gerne bei uns. Ne? Hab kein Thema, du findest unsere Website eigentlich überall verlinkt. al-berater.de, sonst wenn sie nicht verlinkt, ist auch unwahrscheinlich. Und ja, ansonsten lass ein Abo da, lass einen Daumen nach oben da. Wir werden auch weiterhin solche Themen in Zukunft behandeln, dass du da auch immer auf dem Stand der Dinge bist, was da so gerade funktioniert. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.